Schön, dass ihr wieder dabei seid, hier bei Be Happy. Heute möchte ich mit euch einen Low Carb Brotaufstrich ausprobieren. Das Rezept ist nicht von mir. Ich habe es gefunden auf der Facebook-Seite von Strongest Man and Bodybuilding. Den Link dazu schreibe ich euch in die Beschreibung rein, genau wie die genauen Zutaten. Ihr braucht dazu Hüttenkäse, Schokoproteinpulver. Im Rezept stehen jetzt 15 ganze Haselnüsse, die ihr dann kleinschlagen sollt. Ihr könnt das Ganze auch umgehen und direkt gemahlene Haselnüsse nehmen. 15 Haselnüsse sind so irgendwas, so 10, 12 Gramm, kommt immer auf die Haselnüsse an. Am besten, wenn ihr es ganz genau haben wollt, zählt ihr die Haselnüsse und benutzt sie. Dann noch eine Banane und natürlich Honig. Habe ich extra dafür verflüssigt, dann ist das etwas einfacher. Die Zutaten packt ihr jetzt am einfachsten in einen zerkleinerer rein. Wenn ihr einen Mixer habt, tut es das auch. Ich nehme den hier. Dann den Deckel drauf und kurz. Und schon ist das Ganze fertig. Wenn ihr seht, bei mir ist das eine Ehre. Hellere Masse geworden. Auf dem Bild in Facebook ist das eine schön dunkle Masse. Ich denke mal, das liegt vor allem dran, dass deren Protein-Schokopulver viel schokolastiger war als meins. Ich finde, es schmeckt recht lecker und es kommt sogar sehr nah an den Brotaufstrichersatz ran, der sein soll. Viel Spaß beim Nachmachen und schreibt mir mal in die Kommentare, wie euer Low Carb Brotaufstrich schmeckt.